Ja, Acidum phosphoricum. Arne hat total mit dem Mittel angefangen, was bei mir in der Behandlung der unglücklichen Liebe ganz, ganz weit vorne steht und nicht nur der akuten unglücklichen Liebe, da vielleicht als Doppelmittel mit Ignatia zusammen. Nein, auch in der tiefen Pathologie der Liebesbasis. Da ist Acidum Phos ein ganz, ganz wichtiges Mittel, viel, viel wichtiger und viel, viel tiefer, wie man vielleicht auf dem ersten Moment erwartet. Ich fange aber mal von der anderen Seite an. Ich bin ja Eltern, oder ich bin ein Elternteil und ich behandle auch viele Eltern. Ich behandle viele Menschen, die Kinder haben, die in die Liebe hineingehen, die in die Liebe hineinfließen, die auch unglücklich verliebt sind, die auch Schwierigkeiten haben mit der Liebe. Und da wissen wir ja, dass wir uns als Eltern sehr zurückhalten sollen. Wir dürfen für unsere Kinder beten, wir dürfen ihnen Licht schicken, wir dürfen liebende Güte für die Kinder machen, aber wir sollten uns in der Beurteilung ihrer Liebesverhältnisse sehr zurückhalten. Wir sollten da sehr defensiv sein, um unsere Kinder nicht in irgendwelche Dramen hineinzupuschen. Menschen, die total auf dem Zahnfleisch laufen, aus Sorge um die Kinder in ihren Liebesproblematiken, die selbst schwer krank werden teilweise, weil sie es nicht aushalten, dass diese Kinder immer wieder Partner haben, wo sie nicht glücklich mit sind. Die kriegen ganz oft Acidum phosphoricum und können sich dann mit einmal mit dem Acidum phosphoricum abgrenzen, können bei sich bleiben, müssen dem Kind nicht mehr ständig auf die Pelle rücken mit den Sorgen, mit den Ängsten. Sprich, das geht ja gar nicht mit diesem Partner. Da musst du doch mal nach jemand anders gucken. Guck dir doch mal, der ist doch so, der ist dir, du bist dem doch viel zu über. Der ist doch das gar nicht wert, dass er dich hat. Alles sowas sagen Eltern aus so einer großen Sorge heraus, dass es ihnen Kindern nicht gut geht. Und natürlich geht es bei diesen Kindern um das eigene innere Kind, was sie beim äußeren Kind dann bedroht sehen. Und hier ist Acidum phosphoricum das wichtigste Mittel, auch für Eltern und dann natürlich auch für die Kinder, aber auch für die Eltern, die krank werden an der Sorge um geliebte Menschen. Das können auch die Freunde sein, die krank werden aus Sorge um geliebte Menschen und die sich ständig in diese Beziehung einmischen, die ständig Ratschläge geben, weil sie selbst den Konflikt, den der andere da gerade hat und der für ihn vielleicht gar nicht so furchtbar schlimm ist, überhaupt nicht aushalten. Acidum phosphoricum ist ein ganz, ganz kausales Mittel für Menschen, die, was Liebe angeht, nie die Erfahrung eines sicheren, behüteten und wertgeschätzten Raums haben, wo sie die Liebe auch in einem sehr nährenden, in einem sehr, ja, nutritiven Bereich und in einer sehr nährenden und unterstützenden Art erleben durften. Und sie haben ständig das Gefühl, dass sie verhungern an der Liebe. Acidum phosphoricum passt auch nachher noch zu Natrium, aber Acidum phosphoricum hat ganz oft das Gefühl, in einer Liebesbeziehung zu verhungern. Wobei hier kommt auch Ignatia dazu, auch Wahnidee verhungert oder Folge von Verhungern. Ignatia und Acidum phosphoricum ganz oft auch als Doppelmittel angezeigt, haben beide diese nutritive Verhungerungstendenz. Eine Beziehung darf nährend sein. Es ist unwahrscheinlich schön, wenn wir uns gegenseitig nähren. Aber in dem Moment, wo der andere zu einem Nahrungsmittel wird und sein sich zurückziehen, sein defensiv werden oder sein sich trennen, sofort in mir die existenziellen Ängste, ich verhungere jetzt auslösen, dann ist Acidum phosphoricum angezeigt, die Phosphorsäure. Also es gibt so ein Lied von Stefan Sulke, der drückt es schöner aus wie 1000 Bücher. Stefan Sulke ist für mich so ein Acidum phosphoricum Sänger. Und der hat mal ein Lied gesungen, das heißt, ich brauche dich. Und da singt er, ich brauche dich, ist so unendlich mehr als nur, ich liebe dich. Und früher habe ich auch gedacht, das ist ja was ganz Tolles, wenn ich meinem Partner sage, ich brauche ihn, es ist viel mehr wie nur, ich liebe ihn. Aber nein, wenn ich meinen Partner so brauche, um satt zu werden, wenn ich meinen Partner so brauche, um nicht zu verhungern,
bedrohe ich ihn, überlaste ich ihm, gebe ich ihm eine Rolle, die ihm überhaupt nicht gemäß ist. Wir müssen auch ohne Partner satt sein. Unsere inneren Kinder müssen auch ohne Partner genährt sein. Unsere inneren Kinder müssen auch sicher sein ohne Partner. Ich würde mal sagen, Acidum Fos ist das wichtigste Mittel für Inner-Kind-Arbeit. Acidum Fos braucht Inner-Kind-Arbeit. Und da hat der Leonard Shaw, unser wunderbarer Lehrer, der leider dieses Jahr gestorben ist, über viele Jahre ganz viel Input an der Samuel-Hahnemann-Schule gegeben. Und wir haben ganz viele Kollegen, die diese Inner-Kind-Arbeit sehr, sehr schön auch machen. Oder wir machen unsere Inner-Kind-Atta, dass wir im Grunde eine Hand auf den Bauchnabel legen, mit der anderen Hand diese Hand reiben und uns dann alles überlegen, was unser inneres Kind braucht. Mein inneres Kind, ich gebe dir die totale Sicherheit, dass du immerhin noch zu essen kriegst. Mein inneres Kind, ich gebe dir die totale Sicherheit, dass du nie alleine gelassen wirst. Mein inneres Kind, ich verspreche dir, dass ich dich ab heute ganz, ganz doll in meinem Fokus habe und dass ich mich immer total um dich kümmern werde. Mein inneres Kind, ich tue alles für dich, damit du nicht mehr so abhängig wirst von Menschen im Außen. Also in dem Moment, wo ein Mensch auch ohne Beziehung satt ist, ist das Nähren denn einer Beziehung wunderbar. Weil dann darf er noch ein bisschen satter werden, dann darf er die Beziehung zu einem Menü machen. Aber wenn ein Mensch eine Beziehung zu einem Grundnahrungsmittel macht, dann ist es eine Pathologie, die eine Beziehung nur belastet. Und dann ist es wichtig, an Acidum Phosphoricum zu arbeiten, zu denken. Acidum Phosphoricum dann chronisch oft zusammen mit Natriumur als zwei Mittel, oft zusammen mit der Nosode Psorinum, ist ja die Nosode für den generellen Mangel. Immer wenn Mangel angezeigt ist, denken wir bitte an Psorinum. Wenn in Liebesbeziehungen der Mangel vorherrscht, an Psorinum denken. Wenn in Liebesbeziehungen die Zerstörung vorherrscht, als Nosode immer an Luisinum denken. Wenn in Beziehung zum Beispiel das ständige verlassen werden, das ständige nicht zu Hause sein vorherrscht, immer an Tuberkulinum denken. Und jetzt nochmal Werbung in Richtung Homöopathie und Symbol. Ich selbst betreibe ja seit bestimmt 3 bis 4 Jahren eine Homöopathie, die sich an den Erfahrungen eines großen homöopathischen Lehrers Ewald Stötteler orientiert. Und da gibt es bei Martin, das habe ich glaube ich schon hunderte Male jetzt empfohlen, einen Kurs, wo der Ewald Stötteler da erzählt er, warum der Hahnemann mehrere homöopathische Mittel gegeben hat. Martin hat den Titel dieses Kurses schon 100 Mal gesagt, ich vergesse ihn ständig. Haben wir hier eigentlich auch so einen Schatt, Arne? Ja, Martin kann das ja reinstellen. Martin, stellst du einfach zum 10. Mal mit rein, verzeih mir bitte, das ist so meine anfängliche Altersdemenz. Aber ich kann diesen inhaltlich sagen, wie der Kurs heißt. Also es ist eines der schönsten Seminare, was ich von Martin mitgemacht habe. Ich habe schon eine ganze Menge Seminare bei ihm mitgemacht. Und da erklärt es der Ewald wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr deutlich, warum man eben oft Mittel miteinander kombinieren muss. Ja, ich würde mal sagen, das Acidum Fos, das Mittel ist überhaupt in meiner Homöopathie in den letzten 40 Jahren hunderte von Malen gegeben, was Menschen geholfen hat, aus dieser absoluten Bedürftigkeit, die weit über eine emotionale Bedürftigkeit hinausgeht, weil sie in eine Bedürftigkeit des Genährtwerdens, des wirklich, des Hungers, des zellulären Hungers hineinwirkt. Und Acidum Phosphoricum ist ja oft auch ein Düngemittel, Phosphorsäure. Und ich würde mal sagen, Acidum Phos, kranke Liebende, haben einfach in ihrer Kindheit nicht diese Primärdüngung erhalten von: Du bist, wie du bist, total geliebt. Du bist, wie du bist, total genährt. Du bist, wie du bist, total sicher. Du bist, wie du bist, total in einer Wertschätzung, egal wie du bist. Also wenn dieses Thema des Hungers und des Versuches durch durch Liebe, durch Beziehung, auch durch Sexualität im Grunde meinen Hunger zu stillen, wenn das im Grunde im Vordergrund liegt, immer an Acidum Phos denken. Und wenn ihr nur dieses Mittel heute Abend hier mitnehmt,
könnt ihr schon so vielen Menschen helfen, in glücklicheren Liebesbeziehungen zu kommen. Ich glaube, ich habe bei Martin auch diverse Vorträge zu Acetylum Fos. Vielleicht kannst du die auch noch mal mit reinstellen. Es gibt in meiner magischen Bibliothek, Krügers magische Bibliothek, eine Menge kleine Trailer zu Acetylum Fos. Die könnt ihr euch auch alle gerne anhören. Aber ich glaube, heute habe ich wirklich noch mal die Essenz zusammengefasst. Und wenn ihr die in euer Herz nehmt, wenn ihr die in eure Grundausstattung, homöopathische Erkenntnisbilder hineinnehmt, dann seid ihr echt gut aufgestellt. Ja, in dem Sinne freue ich mich auf das nächste Mittel von Arne.